Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play RimWorld. Ich habe mir mal eine neue Prämisse für das Spiel ausgedacht, und zwar spielen wir jetzt mit Randy Random auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe, um einfach mal ein bisschen mit der Technologie rumzuprobieren und außerdem um uns an ein paar neue Mods zu gewöhnen. Zum einen habe ich die Möglichkeit implementiert, also ich habe den Mod entsprechend runtergeladen, um Nahrungsmittel in Dosen zu konservieren. Das ist das eine. Dann gibt es jetzt mehr Geschütztürme, die wir verwenden können. Das ist das zweite. Und als drittes benutzen wir ein Autoverkaufsprogramm, das eventuell so funktioniert, wie ich mir das denke, dass wir hier einstellen, verkaufe so und so viel bis auf so und so viel und so weiter und so fort. Wir werden dann sehen, wie gut es läuft. Aber in jedem Fall, wie üblich, habe ich unsere Leute ein wenig besser vorbereitet. Das heißt, wir haben jetzt etwas weniger Silber dabei. Dafür aber den Standardmenge Holz und Stahl. Und an Waffen haben wir ein Stahlschwert und zwei Maschinengewehre statt einem Plaststahlmesser und einer Pistole und einem Sturmgewehr, die ja, naja, nicht schlecht waren, aber nennen wir sie mal unpraktisch. So. Und wie ihr auch seht, wir fangen mal in einem ganz neuen Gebiet an. Wir probieren mal eine Wüste aus. Ich habe diesmal eine 300x300 Karte gewählt dafür. Einfach um das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten. Sonst immer auf einer ganz großen Karte. Naja, ich sag mal nicht zu leicht, aber noch mehr Überlebensrationen. Naja. Und wie gesagt, das Ganze soll natürlich so irgendwie unser Experimentierlabor sein. Und um das Ganze noch interessanter zu machen, wenn ihr irgendwas vorschlagen möchtet, was wir ausprobieren sollen. Ich werde so einige Sachen selbstständig ausprobieren, aber andere Sachen könnt ihr auch gerne selber vorschlagen. Ich möchte zum Beispiel mal versuchen, eine halbautomatische oder vollautomatische Tierfarm zu bauen. Ja, ich möchte verschiedene Formen von Verteidigungsanlagen ausprobieren, deswegen auch der niedrige Schwierigkeitsgrad. Da fällt das dann nicht so sehr ins Gewicht. Ich glaube, hier kommt ein Zwanzigstel der Stärke einer normal starken Angriffsarmee an. Oder anders ausgedrückt, verdammt wenig bis gar nichts. So. Gut, schauen wir uns erstmal unsere Kolonisten an. Wir haben als erstes Naoko Stephenson. Sie ist unsere Farmerin. Was erzähle ich denn da? Quatsch. Sie ist unsere Forscherin und sie ist Nahkampfexpertin. Ist also ein klein wenig rau. Dann haben wir Jeffin Weber, einen Kolonisten und einen Kräuterkundler, unser wirklicher Pflanzenexperte. Und wir haben Cross, unseren Chirurg-Koch. In der Hoffnung, dass wir mit dieser Kolonie relativ lange auskommen. Let's Play Season 7. Laboratory Start. Wieso der hier Neo Tortuga? Ach, 024 Start. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich mir dabei damals gedacht hatte. Naja, dann gucken wir mal hier. Create Rule, Item Rule, Livestock Rules. Wir können also auch Autoverkaufsregeln für Vieh einpflegen. Aber natürlich müssen wir erstmal gucken, dass wir überhaupt irgendwas ans Laufen kriegen. Und dann wäre natürlich zu überlegen, irgendwas hinzubekommen, dass wir überhaupt überleben. Hier unten sieht es relativ gut aus. Dadurch, dass es Wüste ist, sind wir natürlich mit unserer Nahrungsproduktion ein wenig eingeschränkt. Okay, dann. Gucken wir mal, dass wir improvisiert erstmal Holz hacken.
uns ein wenig Vorräte zusammensammeln. Dann schauen wir mal. Gärtner machen gefälligst alle. Na gut, Le Jäger lassen wir erstmal, ist nicht so wichtig. Das ist schon richtig. Natürlich manuelle Priorität, wie immer. So. Naokus, unsere Forscherin, genau. Dann. Ach ja, die Angewohnheiten aus Prison Architect, ne? Drehen wir doch einfach mal das Bett mit. R, aber wir brauchen natürlich nicht R, sondern Q und E in diesem Fall. Dann richten wir hier erstmal eine Lagerzone ein. Hier lagern wir nur Nahrung und Medizin ein. Priorität dafür ist aber auch wichtig. Und dann richten wir ein Anbauzonen. Ja, das wird hier schon merklich schwieriger werden mit der Landwirtschaft. Dann bauen wir hier erstmal etwas, was schnell wächst. Und hier können weiter Kartoffeln angebaut werden. Wir halten uns hier erstmal nicht an so feste Regeln. Natürlich, wenn wir irgendwas explizit ausprobieren wollen, dann wäre es natürlich günstiger, wenn wir uns an die entsprechenden Regeln halten. Aber machen wir mal Reis. Oder lieber Mais. Machen wir lieber Mais. Und hier machen wir ein Xerigium-Feld daraus. Ja, Betten benötigt, das habe ich mir sogar schon irgendwie gedacht, aber in erster Linie werden auch Wände und ein Dach benötigt. So, das hier ist zwar Wüste, aber wir haben auch Januar, das heißt, hier sind immerhin 18 Grad. Von solchen Temperaturen können wir mal in Europa träumen. Das sind Kupferwände. Die lassen wir wahrscheinlich auch. Naja, stehen lassen tun wir die in jedem Fall erstmal, aber. Das sind im Übrigen Kakteen. Auch die können wir Holz fällen, weil das ist die Sorte Saguarus. Wer den Kaktus eventuell kennt, der entwickelt extrem hartes, holzähnliches Material und dementsprechend. So. Dementsprechend kann man daraus auch holzähnliche Dinge herstellen. Strom. Ja, Geothermalenergie müssen wir erst noch erforschen.
So, und eine Batterie benötigen wir. Dann schauen wir mal. Ich hoffe auch, dass die etwas geringere Kartengröße unserer Kolonie eine etwas höhere Überlebensfähigkeit gibt. Und Randy Random habe ich deswegen gewählt, weil auf dem niedrigen Schwierigkeitsgrad sollte es nicht so viel Unterschied machen. Aber schlussendlich wird es die Maximalanzahl an Kolonisten bestimmen. Und ich würde in unserem Testlabor gerne viele Kolonisten haben. So. Bevor sich hier um irgendwas anderes gekümmert wird. Wo machen wir das? Richten wir hier mal eine Lagerzone ein. Und zwar nur für Rohstoffe. Außer Hopfen. Hopfen werden wir eh erstmal nicht anbauen, aber dann haben wir wenigstens einen Platz, wo wir die Dinger hinlegen können. So, und dann sind wir mit dem ersten Tag auch soweit fertig. So, dann wäre es eigentlich zu überlegen, noch ein kleines Kühlhaus und eine Küche hinzuschustern. Da fällt mir eigentlich gerade ein Jäger. Ne, gerade Naoko sollte nicht die Jäger sein. Das ist ungünstig, wenn jemand mit dem Schwert nach irgendwas schlägt, was eventuell sogar explodieren könnte. Gut. Dann haben wir direkt auch noch einen Überblick über unsere Vorräte. Dann mal, Metall haben wir doch ein bisschen was. Dann wie viel? 90 Stahl. Das heißt, für zwei haben wir hier auf jeden Fall genug. Danach müssen wir mal anfangen, uns ein bisschen umzugucken. Einfacher Holzboden sollte hier erstmal reichen. Ja, wir werden das sowieso nachher umbauen, deswegen ist es egal, ob wir das jetzt groß oder klein bauen.
So, und dann schauen wir uns direkt mal nach. Ah, hervorragend. Bergarbeiter ist keiner. Dann sind ab jetzt alle Bergarbeiter. Boomerlopen, naja. Freuen müssen wir uns darüber ja per se nicht, aber sie sind nun mal da. So, dann. Das heißt, per se haben wir natürlich hier noch überall Stahl rumliegen, aber... Der wird bei weitem nicht ausreichen, da bin ich jetzt schon ziemlich sicher. Und da oben haben wir auch noch welche, geht auch noch morgen einer holen. Ach, ist das am Anfang so schön friedlich. Lassen wir sie doch erstmal ein paar Sachen einsammeln, die wir wirklich brauchen. Wie zum Beispiel die Überlebensration. Wie gesagt, die Schwierigkeit ist auf niedrigster Stufe. Es sollte also nicht gerade herausfordernd werden, aber... Oh, schön. Genau, lass dich mal von dem Geschützfeuer nicht stören.
Ich finde das dann immer wieder klasse, wie Randy Random es trotzdem schafft, uns das Spiel so schwierig zu machen. Na klar, schickt er einfach mal eine Sense, ne? Das hätte jetzt auch so ausgehen können, dass keiner überlebt hätte. Wir könnten eine Leguan-Farm aufsetzen. So. Noch irgendwelche Überraschungen? Okay, der wird wahrscheinlich aus eigener Kraft bald explodieren. Und was die Kühlkapseln angeht, das warten wir lieber erstmal ab. View. Klar. Finde ich irgendwie einen passenderen Namen. Kochplatte einmal. Schlachttisch und gut. Dann ja, wo bauen wir den erstmal hin? Warum nicht?
Es spricht nichts dagegen, da irgendwas reinzubauen. So, hier kommen auch Tierleichen mit rein. Nahrung, rohes Essen haben wir, okay. Okay, der hat das schon gar nicht überlebt. Umso besser. So, dann wäre vielleicht ein Aufenthaltsraum bzw. ein Raum, wo wir die Leute essen lassen können. Ganz angemessen, den könnten wir erstmal hier einrichten. Schön mit Klimaanlage. Oder wir richten den hier unten ein, das wäre auch eine Möglichkeit. So. Ja, Ressourcenmangel ist natürlich eins unserer Probleme, aber kein so heftiges, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Das löschen wir jetzt erstmal. Wie viel Holz haben wir rumliegen? Das ist nicht allzu viel. So. Haben wir es da. Und damit die nicht irgendwann anfangen durchzudrehen. So, ja. Netter kleiner Anfang in Hell's Kitchen. Wie gesagt, das Ziel soll eigentlich sein, hier ein paar neue Sachen auszuprobieren. Zum Beispiel eben neue Baustrukturen, neue Arbeitsweisen. Also ich möchte jetzt hier kein herausforderndes Spiel haben. Dementsprechend werden wir auch irgendwann,
wenn wir unsere Farmen aufsetzen, werden wir da einfach Erdboden reinbauen, damit die etwas effizienter laufen. Nur jetzt soll es erstmal anlaufen. Dann, ja, fürs Erste danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen, Vorschläge, Anregungen habt, ne, irgendwelche Sachen, die wir mal ausprobieren sollen hier, kein Problem, machen wir. Was ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren möchte, Leguanzucht, Schlangenzucht, Bumalopen. An sich kein schlechter Gedanke, ist aber ein bisschen gefährlich. Probieren wir aber auch alles mal aus. Ja, wenn ihr Links zum Spiel zu den Mods, die ich verwende, haben wollt, sind natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!